Mann, Leute, heute ist echt ein schlimmer Tag. Heute ist ein richtig, richtig schlimmer Tag, denn wir müssen heute wahrscheinlich ein Schwein erschießen. Merle? Merle? Merle, wir müssen wahrscheinlich ein Schwein. Merle? Merle, bist du da drin? Hallo? Was machst du da jetzt schon wieder, Merle? Hallo? Merle, Ich hab. was hast du gemacht? Oma hat gesagt, wer seine Flinte putzen will, der darf das nur im Schuppen. Ja, welche Flinte? Du hast eine Knarre in der Hand und keine Flinte. Flinte! Das ist keine Flinte. Merle, heute ist kein lustiger Tag. Wir müssen heute ein Schwein verabschieden. Eins nur? Erstmal nur eins. Und eins von den ganz, ganz dicken. Wahrscheinlich der hier. Oh, guck mal, wie traurig er mich anguckt. Es tut mir so leid. Er ist tot. Alter, Die alle anderen rennen. kriegen direkt Panik. Vielleicht hätten wir das draußen machen sollen. Gott, die arme Sau. Guck mal, wie er aussieht mit offenem Mund. Liegt er da im Dreck? Kannst du die Liebe in seinen Augen erkennen? Keine Ahnung. Kannst du ihn jetzt auseinandernehmen? Könnt ihn auseinandernehmen. Achtung! Boah. Das Fleisch müssen wir jetzt zwischenlagern. Ich gehe mal zum Laden und hol uns mal was zum Kochen, du. Okay. Da Transportiere müssen es wir erstmal nach halt Wurst draußen. herstellen. The Sausage Man. Wow, fahren mit Hänger ist immer ein bisschen hängrig. Alter, die anderen Schweine kommen und wollen sich den Haufen ansehen und wollen, Denkst du, glaube die ich. anderen Schweine wollen das fressen? Ich weiß es nicht. Geht weg, ihr Kannibalen! Die Ihr kranken Babyschweine! Die Säue! Babyschweine essen ihren Vater! Oh mein Gott! Oh boy, das mal wieder schnell eskaliert. Geht Ihr weg! kranken Alter, Freaks! sie treten da drauf! Er war ein böser Mensch, ein böses Schwein. Ich hab's nur getan, weil Merle mich dazu gezwungen hat. Ich Schweine möchte sind das uns gar nochmal nicht so betonen. unähnlich. Es ist eigentlich verrückt, dass, also eigentlich ist es wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, ne, so so ich meine, ich esse auch Fleisch, aber die meisten Menschen so kriegen dann, weiß ich nicht, bei Hunden kriegen sie die Krise so, aber das Schwein im Endeffekt. Ne, genauso intelligent sind und Ja, aber wie verarbeiten wir denn jetzt das ne? Schwein? Ich Schweine meine, wir haben hier träumen einen sogar. Fleischwolf und eine Wurstspritze. Können sich komplexe Strecken merken und so. Schon mal einen manuellen Fleischwolf. Manuellen, oh, da musst du ja selber. Ja. Er ist halt nicht drin. Jetzt keinen automatischen oder was? Du kostest zu viel, so viel Geld haben wir nicht. Dann muss Möll nochmal im Truckerstopp arbeiten oder was? Auf jeden Fall. Aber ich Mein verlange nie klar. so viel Geld dafür. Wir können uns hier einen elektrischen Wolf holen Elektrowolf, und Alter. dann halt eine manuelle Spritze. Er ist halt nicht drin. Elektrowolf.com. Beiden habe ich jetzt uns mal hier klar gemacht. So, wo haben wir denn? Wo ist denn? Hä? Hier fehlt doch ein Auto. Wo ist denn das andere? Hinten beim Hühnerstall. Oh, ey, park die doch mal vorne. Ich hatte gerade eine Lieferung, Irgendwo heiße, muss man da fettige hinten Hühner. hinrennen. Ich musste Heißfetthühner Ja, und abliefern. danach kann man doch in das Auto steigen und die 5 Da Meter war ich dann, zurückfahren. keine Ahnung, in einem emotionalen Trauma, weil ich wieder irgendwelche Mörl-Sachen gesehen habe. Hulk, könne nicht immer richtig denken. So. Aber das passt hier gar nicht alles drauf, das Fleisch. Das ist von einem Schwein. Wir brauchen einen viel größeren Transporter. Wollen wir denn auch einen Topf? Bestimmt. Oder müssen wir es nur abräuchern? Ich weiß halt nicht, ob Wir wir noch mehr das. Zeug vercheckerlechen. Ich weiß nicht, ob wir das einfach so wegräuchern können, oder. Wir können es auch roh einfach hier oben erstmal zum Dings fahren. Oder nicht? Ja, Oder aber nee, wollen die ich würde das schon verarbeitet? verarbeiten. Ich würde schon verarbeiten. Ich meine, wir haben jetzt was. Wir haben einen Fleischwolf. Kommt ja ein bisschen was. So, bitte sehr. Ich meine, wir können uns ja hier mal einen Tisch hinstellen. Warte mal, was kostet ein Tisch? Hier. So. Noch ein bisschen Holz. Mache ich uns mal schnell. Ups. Ups. So, hier drüben haben wir einen Doppeltisch. Also jedes kleine Ding zu Fleisch transportieren reicht überhaupt nicht. Da passt ja nicht mal ein halbes Schwein drauf. Nee, deswegen brauchen wir auch eine Kühlbox.
Okay, in der Garage sind jetzt Dinge. So. Hä? Guck mal hier, oh, hineinlegen. Nee, Alter. Gott. Einschalten. Guck mal hier, hier kommt doch schon. Oh nein, wir brauchen eine Schale oder sowas, ne? Ja, ein Topf. War das noch, was man da braucht? Ein Topf. Haben wir noch genügend Geld für einen Topf? Weiß ich nicht. Okay, nee, haben wir nicht. Warte, ich greife in den Hühnerstrumpf. Musst du Huna mitnehmen? Mario Huna. Ich mach mal den Hänger, lass ich mal ganz kurz hier. Okay, ich verkaufe unsere Eggies und hol uns einen Topf. Ja, dann brauchen wir ein schönes Räuchergestell im Haus und dann machen wir dann alles dahin. Muss man das auch noch kochen? Ja, es muss schon haltbar gemacht werden. So, ich glaube nicht, dass du rohst. Aber ich dachte, wird hier geräuchert, die Wurst. Ja, aber du musst ja erstmal Wurst machen. Oder nicht? Am Wurstapparat. Jetzt hole ich erstmal einen Topf. Und jetzt haben wir diesen dämlichen Handwurstapparat. Den musst du drehen wie ein Brunnen, beim Brunnen, ne? Ja, aber wir haben nicht mehr im Moment. Es ist einfach nicht mehr drin. Ich dachte, wir haben so viele Todeseier. Muss man mal ein bisschen Eigeld verdienen. Ja, aber ist trotzdem nicht genug. Ich kann auch sowas holen. Nee, beim nächsten Mal irgendwann. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Würstchen halt noch drehen. Das ist Garagenfleisch. Garagenfleisch, ordentlich gedrehtes Garagenfleisch. Ich lager das hier schön in der Garage. Warte mal, ich komme direkt mit dem. Das heißt zwar Pfanne, aber es ist definitiv ein Topf, das ich hier gerade jetzt gekauft habe. Ein einfaches Fleisch für einfache Menschen. Onkelkreis Garagenfleisch. Wow, mein schmeckt nach Schmieröl. ist das Bremsenreiniger? Au! Oh, ich habe auf eine Zündkerze gebissen. Onkel Kreis Garagenfleisch. Wir wissen selbst nicht, was da reingewurstet wurde. Wow, mein Burger, der schmeckt nach Bremsflüssigkeit und tut an den Zähnen weh. Ja, das ist so ein richtiges Onkel Kreis Produkt. Weißt du, was da drin fehlt? Eine Wurstlampe. Eine Wurstlampe, ja. So, jetzt haben wir hier, zack, installiere ich mal, jetzt mache ich mal rein, dann gucken wir mal, was wir hier für ein leckeres Ding bekommen. Oh ja, zack. Oh, kommt doch schön was raus. Eine Wursttube. So, jetzt kann ich... Guck mal, jetzt gehen wir hier ran und jetzt drehen wir mal eine Wurst. Wir müssen halt noch richtig traditionell machen, so wie unsere Vorfahren. Na, dreht er uns doch ein Würstchen, der Mann, oder? Ich habe da jetzt was reingemacht. Ja, guck mal hier, zack. Ja, und damit machen wir jetzt was? Und das musst du, glaube ich, dann in die Kammer hängen. Ah ja, guck, bin ich hier. Siehst du, ich fülle das Ding jetzt wieder und jetzt wird Wurst gemacht, mein Sohn. Damit Big Joe nicht umsonst gestorben ist. Das war, guck mal, das Fleisch hier drüben ist viel dunkler. Das ist auch wild. Kann ich nicht auch ein. Ja, ja, das meine ich. Kann ich auch, also eine Wildwurst geht nicht. Oh, jetzt habe ich hier so einen Köttel. Die können wir auch verkaufen. Ach, diese Köttels, ja, die müssen wir auch aufhängen. Omas leckere Rohköttel. Och. Omas handgeschlagene Rohköttel. Sehr beliebt. Toskana-Mischung. Toskana-Mischung. Wow! Du kannst jetzt eigentlich wieder drehen. Also. Ich hol gerade das ganze Fleisch erstmal. Hat Big Joe so viel Fleisch rausgerückt? Ja, und da hinten liegt nur immer noch was vor der Tür. Dann dreh du mal jetzt, damit wir das, die Maschine weiterlaufen lassen können. Hier liegen immer noch ein paar Stücke. Ja, die können jetzt erstmal liegen. Verarbeiten jetzt erstmal die Wurst. Die Wurst. Okay. So. Direkt die nächste, hier, zack. Oh, läuft doch. Wie die Pioniere. Wie die Pioniere damals. Wie die Gründerväter.
So, zack. 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 Ja, so kann man auch Aber Geld die verdienen. Wurst, wir haben nicht unendlich viel Platz für Wurst, ne? Bedenke das. Wie viel Platz haben wir dann? Wir können auch noch einen Schrank bauen, so einen Räucherschrank. Ich weiß nicht, ich gehe mal eben gucken. Ich glaube, für Köttel haben wir viel Platz. Weil das ist ja immer so vorgeschrieben. Aber eigentlich, also müssen. Was? Was hat die Wurst für eine merkwürdige Hitbox? Die Wurst mal hier auf dem. Ja. Ja. Kann man nicht stapeln? Doch, kann man stapeln. Stapel die Wurst. Ah, man kann nicht stapeln, okay. Ich gehe mal eben, ich fahre mal kurz die Wurst weg. Ich fahre die Wurst weg. 5 Meter weiter ist das Haus. So. Immer Motor, ein paar von Omas braunen Batzen. der Motor war nicht mal an. Wir können hier 9 Würste aufhängen, glaube ich. Und wie viele von den Ah, Batzen? nee. Oh, boah, können wir Wurst aufhängen. Dann 9, können wir richtig schön 18, abräuchern, oder 7, was? 27 Würste können wir aufhängen. Ja, und wie viele Batzen? Warte mal, ich guck mal, ob die Batzen, sind die an derselben Position? Oh, Batzen sind auch mit. Also 27 müssen wir teilen dann. Müssen wir dann teilen unter denen. Muss halt irgendwann noch an Kühe rankommen. Er braucht auf jeden Fall jetzt hier hinten einen Dreher. Am Ja, Dreher! ich kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Ich wollte eben die Wurst wenigstens noch aufhängen, damit die nicht schlecht wird. Haben wir schon wieder. Also, ich habe ein paar schöne Batzen gemacht. Da müssen wir echt dann Kühlboxen kaufen. Guck, die eine Wurst da hinten, die hat schon 25% Wurststatus. So. Dann fahre ich mal. Ich fahre eben runter zur Garage. Bin da. Das ist besser als schleppen. So. So, warte hier. Wir drehen Bio-Wurst. wie die Pioniere unsere Wurst. Ja, die war schon wieder viele Batzen rum. Warte. Nicht fertig, deine Wurst. Aber ich kann ja nichts reindrehen. Ah, muss ich Hä? bestimmt. Ja, muss ich bestimmt weg von dem Ding. Jetzt. Er lässt mich nicht dran. Ist zu unsicher. Steckt sonst hinter der Finger drin. Genau, und wir wissen ja, wie geil du drauf bist, irgendwie Exkremente zu verlieren. Extremitäten in meinem Wurstsalat. Alter, so ein Schwein gibt aber echt so viel, dass man eigentlich so ein ganzes Lager voll machen kann, ne? Du kannst auf jeden Fall einiges voll machen. Und wir haben auch noch ordentlich Platz für Käse, ne? Ich sag ja, wir brauchen immer so eine Räucherflitsche. Und es schmatzt, ne? Ja, es hat's gut durch. Richtig durchgeschmatzt, ey. So, ich bring schon mal was zum Auto hier. Ah, ich dreh noch eine. Und dann erstmal gucken, wie viel wir noch brauchen. So, hier noch eine durchgedreht. Vielleicht ist bis dahin ja auch voll. Ich verarbeite jetzt alles hier einmal. Da liegt noch irgendwas vorm Schuppen hinten, ne? Ein paar Stücke vom Biggie. Ey, was ist denn vom alten Biggie? Biggies alte Stücke. Was hast du eigentlich für eine Kräutermischung in die Kniddels reingeknetet? Für ja, die Waldschratmischung. Omas gute Waldschratmischung. Das miecht mir. Das miecht mir richtig gut. Wow, das miecht ja voll lecker. Ja, Wurst drehen macht eigentlich Freude. Eigentlich schon, aber ich glaube, wenn ich die zu Fuß rüberbringen würde, wäre es schnell. Meinst du? Keine Ahnung. Ups, ah, immer dieses Rumgeklickere. So, kannst du noch die Knödelis mitnehmen? Wem verkaufen wir das dann? Dem Burgerladen? Klar, es geht also an
An Bob's Burger. Oh, das Geklicke nervt. Mal ist es Klicken, mal ist es E. Wollen noch eine Wurst? Warte, kommt noch ein bisschen was. Ja, die schleppen wir dann so. Ich fahre jetzt rüber. Bin da. Ich mache mich jetzt fertig, zieh mich an, um rüber zu fahren. Bin da. Hier haben wir noch eine Verhängung. Okay. Wir räuchern richtig schön ab, ne? Ja. Weißt du was? Ich leg die dir vorne hin und du hebst sie auf. Ja, ist glaube ich Da angenehmer. eine Wurstkette. Klar, ist wahrscheinlich ein bisschen Dreck und Spreisel in Ach, der meine Wurst Güte, drin. ne? Das. Holzreste und sowas, aber Nee, mal hey. ehrlich. Was da alles in der Wurst sowieso drin ist. Da Die ist verbiebert, nennt man das, wenn da Holzreste drin sind. hinterfragt dann keiner mehr, ob da Schmutz drauf ist. Hey, lieber eine dreckige Wurst als keine Wurst, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das bei Fleischprodukten so rat. Kommt immer darauf an, in welcher Region du lebst. Meine, gibt es überhaupt außerhalb von Deutschland noch Länder, wo du rohes Schweinefleisch essen darfst? Stimmt, so Wildwestländer wie Afrika. Also Bereiche in Afrika. Meinst du, Das ist ein Kontinent, du Depp. die haben Met oder was? Afrikanisches Met noch nie gegessen? Voodoo-Met. Schmeckt richtig gut. Vielleicht gibt es auch keine Überlebenden, die davon erzählen können. Guck mal, es sieht doch aber echt gut aus, was wir haben, oder? Das ist doch schon geil. Ja. Eine Wurst. So, hast du die anderen Stücke auch noch geholt? Die da vom. So drei, vier Stückchen liegen da noch. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch eine Wurst drehen. Das Wild können wir nicht verarbeiten. So, hier ist noch eine Wurst. Wie sieht's denn mit Pferdesalami aus? Wenn Pferde drin sind, bestimmt. Ja, nicht salamierend. Ich bin nämlich schon so ein richtiger Salami-Fan. Ja, ich auch. Salami ist geil. Salamisten. Soll ich Wurst drehen oder machst du Bällchen? Hier, zack, was drehen. Dann mache ich noch einen Ballo. Hast du die umgedreht? Ich stand da vorhin andersrum. Ja, ich habe die aus Versehen. Der falsch angefasst, da wurde sie zickig. Ah, jetzt nicht den Wagen holen können, muss man so. Mann, das ist so ein weiter Weg. Mach einfach von hier, ey. Lad das von der Seite. Jetzt müssen wir nur warten, bis die schönen. Reift. Ja, vielleicht ist ja manches schon fertig. Das siehst du doch mit Prozenten. Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht sind ja schon ein paar Sachen dabei, die Nö, schon. 19. Ja, die eine hier ist bei 74. 75. Da, es dauert ein bisschen. Dann kann man noch mal in die Kökenarena. Mal gucken, was da so abgeht. Und dann wollen wir halt bald Muku. Dann machen wir Muku. Oh, Muku Sifredi. hier hinten wird aber auch schon wild gebimst. Ja, doch, da kommt einiges zusammen mittlerweile. Harry Hahn hat mich auch eben gerade direkt abgecheckt. Wieder alle Tröge füllen hier. Sind die Wassertröge auch voll? Ja, ne? Ja, ne, ist alles gut, ist alles gut. Schweine fressen halt viel. Wollen wir noch einen Schwein erschießen? Ja. Wollen wir noch ein Schwein erschießen? Ja, jetzt ist gleich Feierabend. Meinst du? Ja. Wer ist denn der Nächste auf der Todesliste von dir? Keine Todeslisten. Hast du gesagt, du hast irgendwie so eine Todfeindesliste da irgendwie? Müsste Also halt das nur ist ein gucken, Weibchen, das ist ja, ein dass Männchen. andere Männerle übrig haben noch und Frauen, damit die halt. Alter, die hat dich schon wieder geworfen. Guck mal hier, ganz neu. Neuer Wurf. Aber wie viele Schweine hier rumrennen? Bekommt die Todesangst, wenn ich vor denen rum. Nee. Ne, erst wenn er eins erschießt. Also wenn, dann müssen wir es mit rausnehmen. Also ich bring mal den alten Jackie in Der die passt Scheune hier, der da. passt nicht durch die Tür. Mussten durchs Tor bringen vorne.
Komm mit. Es ist soweit. Du musst die grüne Meile gehen, alter Jackie. Oh, Jack. Kannst du vorne aufmachen? Ja. Oh, Jack. Du musst beide aufmachen, der ist zu fett. Der kommt nicht mit und der andere... Alter, du hast ihn jetzt schnell... Warte. Wow. Nein. Nein. Wollen alle... Sie genießen Freiheit. Rein. Uiuiui. So, Old Jack. Wir wollen dich rüberbringen zu Big Joe. Wir wollen dir Big Joe zeigen. Ich wollte gerade sagen, einfach da in der Garage, dann ist es viel einfacher. Ja, das dachte ich. Wir bringen ihn einfach in die Garage und zeigen ihm Big Joe. Ihr wollt mir was zeigen, Jungs? Wir gehen auf einen Ausflug. Ja, ja. Wird wunderschön, mein Freund. Es wird wunderschön. Oh, wie sich freut. Mit deinem fetten Hängebauch. Ist aber nicht richtig, oder? Old Jack. Heutzutage kann man ja kein Geschlecht mehr. Keine Ahnung. Oh, da ist ja schon... Man muss den reinlotsen. Am besten hier schön in die Ecke. Die Garage. Schön in die Ecke. Tut mir leid. Old Jack, es tut mir leid! Was? Was, alter Freund? Alter Spielgefährte? Alter, die Hühner drehen durch. Die haben den Tod miterlebt. Die haben richtig Angst. Die haben den Tod gehört. Gut, aber guck mal, jetzt haben wir ordentlich Fleisch auf Lager, Holz auf Lager, also... Läuft, ne? Läuft. Wir sagen, beim nächsten Mal wursten wir noch ein bisschen. Wir können ja hier noch Wurstschränke reinschränkeln. Kann man direkt hier halt... Das wird auch mal fett alles zu verkaufen, ne? Ich frag mich halt, wie viel Geld dann am Ende dabei rumkommt. Ach, guck mal, die siehst du sogar, wenn die fertig sind. Ja, die werden so richtig schön ledrig. Richtig schöne Lederknacker. Richtig schön Omas Lederknacker, die... Ja, ich freue mich schon. Nächste Folge, Lederknacker, seid mit dabei, Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und...